Ja, also Wirtik 2004 Anbieter von webbasierten Zeiterfassungslösungen. Das heißt, unsere Kundschaft besteht im Wesentlichen aus Unternehmen, die mit mobilen Mitarbeitern am Markt tätig sind, also Bauunternehmen, Handwerksunternehmen und so weiter. Das heißt, die Mitarbeiter erfassen ihre Arbeitszeiten über Smartphones oder auch über Terminals. Das heißt, immer dann, wenn ein Unternehmen an wechselnden Arbeitsorten tätig ist oder an verschiedenen Arbeitsorten, also vielleicht eine ganze Reihe von Standorten hat, viele Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten oder immer dann halt, wenn Unternehmen nicht zentral arbeiten, hat Wirtik durch die webbasierte Anwendung eine ganze Reihe von Vorteilen. Neben der Zeiterfassung bieten wir allerdings auch die automatische Abrechnung. Das heißt, die Mitarbeiter erfassen nicht nur ihre Zeiten über Terminals oder über Smartphones, sondern diese Zeitstempel werden auch automatisch abgerechnet, damit daraus Stundenzettel, Arbeitszeitkonten, Reisekostenabrechnungen, Baustellenzeiten berechnet werden können, aber eben auch Buchungssätze für DATEV Lohn und Gehalt, DATEV LODAS oder für ERP-Software. Und wenn ich von automatischer Abrechnung rede, dann heißt das, dass wir als Wirtik Kundendienst auf unsere Kunden zugehen und uns dort im Detail informieren, welche Tarifverträge bei den Kunden gelten, welche Betriebsvereinbarungen bei den Kunden gelten, welche Individualregelungen es möglicherweise mit einzelnen Mitarbeitern gibt. Und dann gehen wir her und hinterlegen diese Regeln für, Sie sehen es ja links, die Regeln zur Arbeitszeit und Vergütung, hinterlegen also die Regeln für Sollarbeitszeiten, für Überstunden, wie viele Überstunden sind inklusive bei einem Mitarbeiter, welche Überstunden werden ausgezahlt, welche gehen aufs Arbeitszeitkonto, Regeln für Mehrarbeitszuschläge oder Zeitzuschläge, also für Arbeiten in der Nacht oder an Sonn- Feiertagen, wie wird Bereitschaft, Rufbereitschaft, Bereitschaftseinsätze, wie werden Notdienste vergütet, gibt es Vergütungen für Erschwernisse, also Staubzulagen und so weiter. Solche Informationen erfassen wir sehr detailliert und hinterlegen die im System. Das heißt, wir konfigurieren das komplett im System, damit die Zeitstempel gleich automatisch verwendet werden können, um daraus die verschiedenen Berichte zu erzeugen. Das Gleiche machen wir für die Mitarbeiter, die mobil unterwegs sind, die also zu Baustellen fahren, die bei Kunden tätig sind oder im Service tätig sind. Wir erkundigen uns also durch Recherche der Betriebsvereinbarung oder der Tarifverträge oder eben durch Interviews bei den Fachabteilungen. Welche Fahrzeiten werden vergütet? Welche sind private Fahrzeiten? Welche sind entgoltene Fahrzeiten? Gibt es, wie im Bau zum Beispiel, Wegezeitentschädigungen? Gibt es Verpflegungszuschüsse? Werden Fahrtkostenabgeltungen gezahlt, wenn der Kollege sein Privatfahrzeug verwendet? Wie geht man mit Wochen- und Familienheimfahrten um? Wie werden Übernachtungen vergütet und so weiter? Das heißt, auch diese Regeln erfassen wir beim Kunden und hinterlegen die im System. Natürlich lassen sich diese Regeln auf einzelne Abteilungen, einzelne Niederlassungen zuweisen, aber eben auch einzelnen Mitarbeitern zuordnen. Und dann schauen wir nochmal nach, was in der Fremdsoftware hinterlegt ist. Klar, Lohnarten müssen wir natürlich verknüpfen, Kostenstellen und Kostenträger hinterlegen. Das heißt, all das, was man in diesem System an Konfiguration der Regeln machen muss, macht nicht unser Kunde, sondern das machen wir als Kundendienst. Das ist eine ganz wichtige, wesentliche, ja, zentrale Dienstleistung, die wir übernehmen, damit der Kunde sich darauf verlassen kann, dass die Arbeitszeiten, die die Mitarbeiter draußen stationär oder mobil erfassen, dass die automatisiert täglich oder monatlich so aufbereitet werden, dass eben die verschiedenen Berichte, auf die ich nachher nochmal komme, berechnet werden können. Und weil der Kundendienst bei uns natürlich eine ganz, ganz zentrale Funktion hat, können Sie auch davon ausgehen, dass Sie hier auf ständige Erreichbarkeit setzen können und dass der Kundendienst diese Anfragen, die von den Kunden kommen, sehr zügig, meistens am gleichen Tag erledigt. Wir verstehen uns da so als verlängerte Werkbank der Personalabteilung zum Beispiel. Werfen wir mal einen Blick in die stationäre und mobile Zeiterfassung und beginnen wir bei der stationären Zeiterfassung, also das, was typischerweise am Werkstor, am Büroeingang, am Eingang des Lagers und so weiter geschehen kann. Habe hier mal ein ganz plastisches Beispiel von der Monika Mustermann, die also morgens zum Terminal geht, ihren NFC-Tag, diesen kleinen Schlüsselanhänger, an das Gerät hält und erkannt wird. Sie kann auf dem Bildschirm sehen, wann sie ihre letzte Buchung gemacht hat, nämlich gestern, das ist jetzt ein Beispiel aus dem Januar, am 10.01. 17.03 Uhr. Das ist die letzte Buchung des Vortags, des Feierabends. Und was sie nun sieht, ist die Möglichkeit, Arbeitsbeginnfirma zu buchen. Also ganz trivial, sie klickt drauf, sendet das ab und die Buchung ist erfolgt. Im Laufe des Tages, wenn sie wieder zum Terminal geht, bekommt sie passende Buchungsmöglichkeiten wie Pause oder Feierabend. Sie wählt hier eine Pause. Wenn die Pause herum ist, weiterarbeiten.
Das ist jetzt für Sie alles nichts Überraschendes, das ist mir schon klar. Mir geht es aber darum, dass Sie schon mal sehen, wir haben hier einen Dialog. Das heißt, das Gerät zeigt Ihnen oder zeigt den Mitarbeitern, den Mitarbeiterinnen, die sich dort anmelden, immer genau die Buchungsmöglichkeiten an, die in der jetzigen Situation logisch sind. Das ist jetzt bei der stationären Zeiterfassung noch trivial. Da gibt es ohnehin nur meistens nur drei Möglichkeiten, Arbeitsbeginn, Arbeitsende und Pausenbuchungen. Wird aber nachher bei der mobilen Zeiterfassung durchaus spannend und herausfordernd. Die Kollege macht noch Feierabend. Dann haben wir die Buchung auch vollständig. Werfen wir einen Blick in die mobile Zeiterfassung, denn da wird es natürlich dann etwas komplexer. Und da spielt das System dann auch wirklich seine Vorteile bei der automatischen Abrechnung aus. Wenn wir uns die Mitarbeiter anschauen, die unterwegs sind, die also zu Baustellen, zu Kunden fahren, dann ist es meistens erforderlich, dass die irgendwie auch erfassen, zu welcher Baustelle sie fahren, bei welchem Kunden sie tätig sind, für welches Projekt sie tätig sind. Und darum hat das Wirtix-System natürlich eine, wir nennen das Baustellenverwaltung, wo es im Wesentlichen darum geht, den Arbeitsorten Adressen zuzuweisen. Denn die Adressen brauchen wir nachher, in vielen Fällen jedenfalls, um Entfernungen zu berechnen, um zu wissen, in welchem Land ein Arbeitsort sich befindet, um daraus steuerliche oder tarifliche Regeln abzuleiten. Also einfaches Beispiel, wir haben hier eine Baustelle mit einer Adresse und die entsprechenden Geodaten. Und diese Adresse kann, muss nicht, aber in den meisten Fällen wird das gemacht, den Mitarbeitern disponiert werden. Das heißt, ich kann jetzt hier in diesem Kalender sagen, welcher Mitarbeiter soll bitte wann für welches Projekt oder auf welcher Baustelle tätig sein. Das, was hier disponiert wird, findet der Mitarbeiter nachher auf seinem Smartphone. Dazu kommen wir jetzt. Wir schauen uns jetzt eine Zeiterfassung an, für einen Mitarbeiter, der mobil unterwegs ist und zwei Tage auf einer Baustelle in Ulm arbeitet. PowerPoint und überhaupt die Darstellung jetzt innerhalb von wenigen Minuten erweckt vielleicht den Eindruck, dass hier viel geklickt werden muss, aber Sie müssen sich vorstellen, der Mitarbeiter klickt im Laufe des Arbeitstags 5, 6, 7, 8 Mal, indem er das Smartphone aus der Tasche zieht, einen Stempel absetzt und damit die Buchung bereits beendet ist. Und er muss dabei weder Zeiten eintippen, noch muss er wissen, welche Nummer eine Baustelle hat, noch muss er eine Adresse hinterlegen, er muss seine Spesensätze nicht kennen. Er wird jetzt durch die nun folgende Zeiterfassung geführt. Das zeige ich Ihnen nun. Wir haben hier also ein Beispiel eines Mitarbeiters, der morgens also sein Smartphone zur Hand nimmt, die App öffnet und zwei Möglichkeiten hat. Er kann in der Firma zu arbeiten beginnen oder er kann zu einer Baustelle fahren. In diesem Beispiel fährt er zu einer Baustelle. Die Liste, die Sie jetzt hier sehen, könnte also aus der Disposition, die ich gerade gezeigt habe, entstanden sein. Es gibt noch eine ganze Reihe anderer Möglichkeiten, wie man diese Liste möglichst praktisch für den Mitarbeiter gestalten kann, damit er möglichst schnell die Baustelle, den Arbeitsort, das Projekt findet, auf das er buchen will. Der fährt jetzt nach Ulm, wird noch gefragt, in diesem Beispiel, nimmst du das Firmenfahrzeug oder fährst du mit deinem Privatauto? Hat den Grund, dass in diesem Beispiel der Mitarbeiter für die Nutzung des Privatfahrzeugs eine Fahrtkostenerstattung erhält. Er ist losgefahren, nach einiger Zeit kommt er auf der Baustelle an, sagt Ankunft Baustelle, arbeitet eine Weile, im Laufe des Tages wählt er eine Pause. Und wie Sie hier schon sehen, haben wir hier auch wieder einen Dialog. Das System bietet also dem Kollegen die Buchungsmöglichkeiten an, die zu seiner aktuellen Arbeitssituation passen. Er ist auf der Baustelle, er kann Pause buchen, er kann zur nächsten Baustelle fahren, er kann zur Firma zurückfahren, zum Hotel oder eine Heimfahrt machen. Dieser Dialog lässt sich also für jeden beliebigen Ablauf und jede beliebige betrieblichen Organisationen gestalten für einzelne Mitarbeiter, unterschiedlich, also für Monteure anders als vielleicht für Bauleiter, anders als für Mitarbeiter, die im Lager arbeiten und so weiter. Der Kollege jetzt bucht eine Pause, bucht weiterarbeiten, am Ende des Tages fährt er zum Hotel und sagt Ankunft. Das waren die Buchungen des ersten Tages, das waren jetzt 6 Buchungen. Und am nächsten Tag fährt er wieder zur Baustelle, die er hier auswählt. Er sagt, ich habe mein Privatfahrzeug im Einsatz. Ich erreiche die Baustelle. Dort mache ich wieder eine Pause. Arbeite weiter. Am Ende des Tages eine Heimfahrt und am späten Abend dann die Ankunft zu Hause. Das, was Sie jetzt also gesehen haben, waren einige wenige Klicks, die sich über den ganzen Tag verteilen. Der Vorteil dieses Erfassungsdialogs ist also, er ist erstens konfigurierbar für jeden Anwender, Monteure, Bauleiter,
Fahrer, Lkw-Fahrer möglicherweise haben jeweils unterschiedliche Erfassungslogiken, die sich für jede Firma individuell gestalten lassen. Es ist natürlich dadurch extrem einfach zu bedienen. Man kann keine unplausiblen Eingaben machen. Das sichert natürlich eine hohe Rohdatenqualität und die Zeiten sind manipulationssicher. Also niemand muss hergehen und sagen, ich war um 10 Uhr auf der Baustelle, sondern es gilt der Zeitstempel des Servers. So, das sind die Zeiten, die der Kollege soeben gebucht hat, 6 Zeitstempel am Tag. Und diese Zeitstempel werden natürlich sehr leicht verarbeitet zu Dauern. Ich stehe also sofort, morgens ist der Kollege 2 Stunden 43 Minuten privat gefahren, das wird nicht vergütet. 3 Stunden 47 auf der Baustelle Klinikum Ulm gearbeitet, dann Pause gemacht von 49 Minuten und so weiter und so weiter. Das wird Sie alles nicht überraschen. Aber das ist bereits die Grundlage dafür, dass man natürlich sehr leicht auswerten kann, welche Arbeitszeiten auf einer Baustelle angefallen sind, welche Fahrzeiten möglicherweise auf einer Baustelle angefallen sind. Man könnte auch weitere Zeitarten unterscheiden, Rüstzeiten, bestimmte Montagezeiten auf der Baustelle, vorbereitende Zeiten. Da ist also aber die Frage, welches Gewerk hat man vor sich oder welchen Betrieb, welche Daten möchte man erfassen und auswerten. Jetzt haben wir ja hier ein Beispiel aus dem Bau mal gewählt. Und im Bau gibt es die neuen Regeln seit Anfang des Jahres für Wegezeitentschädigungen. Und da ist es so, das ist in anderen Branchen anders, aber das Prinzip können Sie eigentlich immer wieder übertragen. Man muss wissen, wie weit war die Entfernung in diesem Fall von der Firma zum Arbeitsort und in Abhängigkeit davon, wie lang die Entfernung ist und wie lang der Mitarbeiter unterwegs ist, nämlich in diesem Fall nicht täglich, bekommt er eine Entschädigung. Und das System weiß ja, von wann bis wann hat der Kollege, wie lange hat die Abwesenheit, also die Auswärtstätigkeit gedauert, nämlich vom Verlassen der Wohnung am ersten Tag und der Wiederankunft am zweiten Tag. Haben wir also hier eine mehrtägige Reise. Es gilt die Wegezeitentschädigung bis 200 Kilometer mit 9 Euro. Hierfür muss jetzt niemand hergehen und diese Daten manuell erfassen, sondern die werden einmal im System konfiguriert und werden dann für jeden Mitarbeiter automatisch berechnet. Ähnlich läuft es bei der Fahrkostenabgeltung, die dem Mitarbeiter zusteht, weil er seinen Privatwagen verwendet hat. Hier wird die Entfernung vom Wohnort, nicht von der Baustelle, von der Firma, sondern vom Wohnort zur Baustelle herangezogen. Auch da wird die Entfernung über einen Routenplaner ermittelt und der entsprechende Betrag wird nachher auch den Buchungssätzen hinzugefügt. Das heißt, das, was heute in vielen Unternehmen noch gang und gäbe ist, dass nämlich die Mitarbeiter selber ihre Ansprüche auf beliebigen Formularen erfassen müssen und entsprechend die verschiedenen Staffeln, Stufen der möglichen Vergütungen und Erstattungen kennen müssen, haben wir hier eine vollautomatische Aufbereitung der Daten. Und es ist so, dass die Konfiguration dieses Regelwerks fast jede Betriebsvereinbarung umfassen kann. Das heißt, es ist eigentlich gleichgültig, aus welchem Tarifbereich, aus welchem Gewerk die Anforderungen kommen. Man kann diesen Abschluss praktisch immer automatisieren und dadurch natürlich die Personalabteilung enorm entlasten. Das heißt, wir haben also die Zeiterfassung, die habe ich Ihnen gerade recht ausführlich gezeigt. Dann gibt es einen Vorgang der Prüfung, das heißt, die Zeitstempel werden geprüft durch Vorgesetzte, durch möglicherweise Vorarbeiter oder Polierer auf Baustellen oder andere Projektleiter an den Arbeitsorten und oder durch die Personalabteilung. Parallel dazu können die Mitarbeiter über ihr Smartphone oder auch über den PC Urlaub beantragen, der ebenfalls genehmigt oder abgelehnt werden kann durch Vorgesetzte oder die Personalbearbeitung. Und ergänzend werden eben weitere Fehlzeiten erfasst, wie Krankheit, Krankentage und so weiter. Und diese Daten laufen dann in die automatischen Abschlüsse, die typischerweise in der folgenden Nacht auf unseren Servern durchgeführt werden und die dann dazu führen, dass man am Folgetag oder am übernächsten Tag, falls der zweite Tag der Prüfung gedient hat, zum Beispiel zu Stundenzetteln führen. Das heißt, die Mitarbeiter, aber auch die Vorgesetzten oder die Personalabteilung können auf Stundenzettel zugreifen, in denen diese Informationen, die Sie hier sehen, bereits ausgewiesen werden. Oder je nachdem, welche Anforderungen die Kunden haben, auch andere Informationen ausgewiesen werden können. Typisch ist also, welche Arbeitszeiten sind angefallen, welche Fahrzeiten hat es gegeben, welche Zeiten davon sind bezahlt, unbezahlt, sind Pausen erfasst worden, wurden Pausen automatisch abgezogen möglicherweise.
Welche Überstunden sind angefallen? Welche Projekte und Baustellen wurden bebucht? Gab es Fehlzeiten? Welche Auslage hat der Mitarbeiter eingegeben? Und welche Gefahren und Entfernungen haben vorgelegen? Es gibt noch einige weitere Daten, die dort ausgewiesen werden können, aber das wäre dann zu weitführend. Natürlich lassen sich täglich die Zeiten, Arbeitszeiten, Fahrzeiten sind die häufigsten Auswertungen, Fahrzeiten, Arbeitszeiten je Baustelle oder Projekt ausweisen. Monatlich werden die Buchungen aufs Arbeitskonto automatisch ausgeführt, genau gemäß dem Regelwerk, das in Ihrem Unternehmen gilt. Also welche Überstunden gehen aufs Konto, welche Mehrarbeitszuschläge, welche Zeitzuschläge. Die Buchungen erfolgen dann automatisch. Und ebenfalls zum Periodenende, Monatsende werden dann alle die Dinge berechnet, Vergütungen, Erstattungen, die im Zusammenhang stehen mit Auswärtstätigkeiten und mit sonstigen Fahrten. Also je nachdem, welchen Tarifvertrag man hat, welche Betriebsvereinbarung man vereinbart hat, Wegezeitentschädigung, Verpflegungszuschuss, Fahrkostenerklärung, Sie sehen es ja hier, die wird mit Wochenenden und Familienheimfahrten umgegangen. Dann wird eine steuerliche Bewertung dieser Beträge gegenüber dem steuerlichen Verpflegungsmehraufwand und den steuerlichen Übertragungspauschalen vorgenommen und wie werden Auslandsreisen abgerechnet. Genauso können dann täglich, wenn täglich die Daten abgerechnet wurden, diese Buchungssätze natürlich für das ERP-System verwendet werden. Das heißt, man kann, indem man die erzeugten Buchungssätze täglich per Webservice aus unserem System exportiert, in seinem ERP-System, in seiner Branchensoftware schauen, welche Baustellen oder Projektzeiten sind angefallen. Und zum Monatsende kann man die Buchungssätze für ein Lohnprogramm, also LODAS oder Lohn und Gehalt, exportieren und hat somit von der manuellen Zeiterfassung auf dem Smartphone oder am Terminal und der Prüfung einen automatischen Workflow bis hin zur Übergabe der Buchungssätze an die ERP- und Lohnsoftware. Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Wir haben eine fehlerfreie Erfassung, weil der Erfassungsdialog, den die Mitarbeiter nutzen können, Fehler fast komplett ausschließt. Wir können im Unterschied zu den handgeschriebenen Stundenzetteln, wo Papier immer geduldig ist, eine korrekte Abrechnung weitgehend gewährleisten, weil die Zeiten manipulationssicher erfasst werden, weil es integrierte Plausibilitätsprüfungen gibt und die Mitarbeiter selber durch einen eigenen Zugang zum System Einsicht haben in ihre eigenen Daten. Die erfassten Daten, aber auch die ausgewerteten Daten, also Stundenzettel, Arbeitskontobuchungen, Reisekostenabrechnungen, können die Mitarbeiter jederzeit einsehen. Das System bietet natürlich die notwendige Rechtssicherheit. Sie alle haben das Urteil des EuGH vor einigen Jahren, das Urteil des Bundesarbeitsgerichts vom letzten Herbst mitbekommen und jetzt die Diskussion darüber, wie das neue Arbeitszeitgesetz aussehen soll. Ich gehe davon aus, dass egal wie sich das entwickeln wird mit dem Arbeitszeitgesetz, trotzdem die das Wirtschaftssystem diese Anforderungen sicher erfüllen wird. Entlastung, klar, die Personalabrechnung muss keine oder jedenfalls fast keine manuellen Tätigkeiten mehr vornehmen. Wichtig sind noch die Erfassung der Fehlzeiten und natürlich die Prüfung der Vollständigkeit der erfassten Daten. Aber die manuelle Erfassung von Ansprüchen der Mitarbeiter, die entfällt sehr weitgehend. Für die Projektleiter und Kostenträger, Kostenstellenverantwortlichen ist es wichtig, dass die Daten live im Unternehmen vorliegen und nach ein oder zwei Tagen bereits ausgewertet werden können, man also ein tagesaktuelles Projektcontrolling machen kann. Und letztlich können Sie die Wirtschaftszeitwirtschaft durch eine Vielzahl von Webservices, wir nehmen also Stammdaten für Baustellen, für Mitarbeiter, für Projekte, aber auch viele Bewegungsdaten ausgetauscht werden können und vor allen Dingen die Wirtschaftsdienste auch ferngesteuert werden können, je nachdem, was die bereits vorhandenen IT-Systeme an Anforderungen haben, haben Sie die Möglichkeit, den ganzen Geschäftsprozess komplett zu integrieren. Das war meine schnelle Zusammenfassung der Wirtic Services. Ich danke Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen.